Und dann war ich auch, ich habe mich ja schon gefürchtet davor, es wird der Bad auch dran kommen, wurde ja abgewechselt jeden Tag, ne? Das erste Mal. Und das war so karrig, ne? Die Hälfte haben sie verloren, ne? Da kriegte man jeder ein halbes Brot und eine zu zwei Mann eine Fleischbüchse, eine Konservenbüchse, ne? Und die Feldflasche, die war pro Rübenkaffee, ne? Also man konnte es kaum trinken, aber wir waren froh, dass wir überhaupt was gekriegt haben, ne? Eine entscheidende Rolle spielen neben der Flugzeugbeobachtung die Fesselballons bei der Feuerleitung der Artillerie, die Augen der Geschützbatterien. Ich schätze, dass ich von dem Bahndamm Flörri aus mindestens 6 bis 8 Fesselballons habe sehen können. Die standen schätzungsweise 2 Kilometer hinter der Front in einer Höhe von 600 bis 800 Metern. Und man sah natürlich, da oben saß ein Beobachter mit Scherenfernrohr, für den das Ganze ein absolut einsehbares und fotografierfähiges Gelände war. Hin und wieder wurde mal einer abgeschossen, aber die Franzosen waren damals jedenfalls in Verdun uns auch in der Luft überlegen, sodass sie also in seltensten Fällen einen der fixen französischen Flieger, der sich rangepirscht hat und den Ballon abschoss, nicht kriegten. Und ich meine, manchmal hatte der Beobachter das Glück, dass er noch seinen Fallschirm hatte und runterspringen konnte. Ich habe aber auch Fälle erlebt, in denen ein französischer Flieger den springenden und dann langsam zur Erde sinkenden Mann noch angeschossen hat. Er flog um ihn herum, beschoss ihn mit dem Maschinengewehr. Wir haben Bereitschaftsstellung genommen im Graben. Kleine Leiter standen drin, wir raus. Ne? 5:10 Uhr morgens. Ne? Psst, Trillerpfeife. Vom Rindmann, ja, von unserem Bataillonskommandeur. Ne? Alles raus, so im selben Moment die Leuchtkugel hochgeschossen, rot mit Verästelung. Das heißt, Feuer vorverlegen. Ne? Ja, von wegen. 3, 4 von der 21. sind in unsere eigene Linie reingehauen. Haben zu kurz geschossen. Die Infanterie prägte damals ja den Spruch, der dann wohl während des ganzen Krieges erhalten geblieben ist. Der schlimmste Feind der Infanterie ist die eigene Artillerie. Gas, das modernste und letzte Einsatzmittel in der Materialschlacht. Ein Akt brutalster Kriegsführung, urteilt ein deutscher General. Die Verwendung von Grünkreuz, Phosgen soll bei Verdun die Wende bringen. Ein weiterer Großangriff. Tatsächlich erreicht nur eine einzige kleine Gruppe der Angreifenden das Fort Souville. Bayerische Einheiten können weit über Fleury hinaus in die Schlucht in Richtung Verdun vordringen. Auf ihrem Weg liegen im Hang versteckt sogenannte M-Räume, Munitionsräume. Es gelingt, die Franzosen zu überwältigen. Dann warten die Deutschen auf Verstärkung. Ihre Lage ist in dem dünn besetzten Frontbogen bald hoffnungslos. Die Reserven bleiben aus, das französische Granatfeuer regelt die Verbindung nach hinten ab, die Franzosen umstellen die Ausgänge. Die Situation schildert ein nach dem Weltkrieg erschienener Bericht aus einer Regimentsgeschichte. Lange zögert der Feind mit seiner Angriffstätigkeit. Durch die Schießscharten und die Unmenge Durchschüsse in den Toren fiel ein matter Schimmer herein. Stunde auf Stunde verrann. Wir mussten nun die Hoffnung auf Entsatz von außen aufgeben. Da geschah das Furchtbare, das die Katastrophe einleitete. Ein heller Schein leuchtete vom linken Eingang her auf. Nach wenigen Augenblicken schien der ganze linke Zugang ein Feuermeer. Dicke Schwaden von Dunst und Rauch füllten sofort die Gänge. Während einige unserer Leute sich bemühten, das Feuer zu ersticken, zischte auch schon der Strahl eines Flammenwerfers herein. Dagegen gab es keine Hilfe mehr. Wer von der Feuergarbe erfasst wurde, war verloren. Eine fürchterliche Gluthitze und Rauch entwickelten sich. Die zunächst Stehenden drängten weg und verursachten in den schon überfüllten Gängen ein panikartiges Geschiebe nach dem anderen Ausgang zu. Alles tobte und schrie wild durcheinander. Es war nicht mehr möglich, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Die Schwerverwundeten, die auf Bahren gebettet in großer Zahl umherlagen, brüllten, da niemand mehr auf sie achtete und alles über sie hinwegstolperte. Die Hitze wurde unerträglich. Gas, Gasmasken auf, hieß es. Die meisten aber besaßen keine Gasmasken mehr. Dazwischen schrien andere, wir fliegen in die Luft. Alles drängte immer mehr dem rechten Ausgang zu, von wo noch etwas frische Luft strömte.
Als die ersten unter dem Druck der Nachfolgenden hinausdrängten, begann der Gegner aus einer kurzen Entfernung zu feuern. Verschiedene Leute stürzten zusammen. Erst als die Nachfolgenden die Gewehre weggeworfen hatten und durch Rufe und Zeichen die Übergabe zu erkennen gaben, stellte der Feind das Feuer ein. Erich von Falkenhayn, der Chef der obersten Heeresleitung, hat längst erkannt, dass die Schlacht vor Verdun nicht mehr zu gewinnen ist. Schmidt von Knobelsdorff, der Generalstabschef der 5. Armee, ist für die Fortsetzung der Offensive, um, wenn auch nicht mehr Verdun, so doch verbesserte Stellungen zu erreichen. Einen Rückzug scheut er aus Prestigegründen. Der Douaumont, wichtigste Durchgangsstation nach vorn. Für die Deutschen ist das Fort unersetzlich. Als Kaserne für Sturmtruppen und Reserven, Sammelpunkt für Versprengte, Beobachtungsstelle der Artillerie, Pionierdepot, Stabsquartier, Verpflegungsstelle, Lazarett. Es ist der einzige Ort an der Front, wo sich die Soldaten sicher fühlen. Das Fort ist ständig überfüllt, sogar in den Gängen lagern Infanteristen. Die kaum erleuchteten Kasematten vibrieren unter ständigen Einschlägen. Zur Front im Südwesten gibt es nur einen einzigen Ausgang. Er ist den Franzosen bekannt und liegt unter systematischem Beschuss. Alle 20 Sekunden fegt eine Salve heran. Durch diesen Eingang muss auch der 20-jährige Musketier Johannes Kant aus Westpreußen zum Abschnitt Fleury. Wenn die aufhörten, dann mussten wir raus, nicht? Damit wir nicht gleich vor der Hunde hingen. Nicht? Und da sind wir rausgekommen aus diesem Vorhang. Das war ständig unter Feuer. Und dann kamen wir raus und gingen dann wieder so die Gelände so ein bisschen ab, bis nach dem Bahndamm hin, nach Fleury. Und da sind wir auch, glücklicherweise sind wir da durchgekommen. Und da waren so viele Löcher von den Granaten, nicht, dass man rein stolperte, so rum, nicht wahr? Und man war zufrieden, dass man auf sich achtete, dass man heil da durchkam. Nicht? Feuer von vorne, von rechts und von links, von den Seiten auch. Nicht? Also wir lagen direkt in der Hölle, lagen wir. Und so ging das Tag für Tag und Nacht für Nacht. Also es war furchtbar, Nicht? Das kann ich gar keine vorstellen. Und dann immer die Leuchtraketen dazwischen. Nachts war es taghell. Denn rührte sich, kein Mensch rührt sich dann nicht. Wenn es alles mausestill ist, dann alle duckt sich in die Erde hinein, nicht wahr? Und wir wollten uns das denn ausschachen. Und dann nehmen wir dabei unseren Spaten da, den kleinen, den wir hatten, nicht? Und stechen da rein mit dem Zinsspaten raus, alles voll Därmen. Unten lagen Soldaten drin, nicht? Waren Verfaulung. Und da haben wir das wieder zugemacht und da saßen wir nun drauf. Nicht? Dass die Menschen überhaupt noch bei Verstande waren, aber die waren auch alle zuletzt nachher, die da vorne waren, die hatten dann kaum noch Mut, nicht wahr? Was konnte so ein Mensch je so eine Gewalt von Feuer und Geschossen anfangen, nicht? Aber sind sie bloß eine Fliege, doch, nicht? Sind sie doch ein Nichts. Leute waren zum Teil apathisch und so, nicht? Wurden verrückt, wie ich schon sagte, nicht? Wurden irre und das alle. Es war nicht so einfach. Es war einfach, wie gesagt, es war die Hölle. Es war eine Hölle. Reingetrieben in die Front. Wenn du lebst, dann lebst du und nicht, dann stirbst du nicht. Ob das nun weiterging und so. Heinrich Dorn wird, als man den Jahrgang 1897 einzieht, nach nur kurzer Ausbildungszeit im Herbst 1916 an die Verdun-Front verlegt. Wir hatten als junge Menschen mit 19 Jahren, hatten wir direkt erhebliche Angst jetzt vor dem. Aber was wollten wir machen? Wir waren eben vereidigt und es hat geheißen, wer es getroffen hat, den hat es eben getroffen. Und wer heil rauskam, der war heilfroh, dass er wieder seine Glieder hatte. Also wir kamen ungefähr mit über 200 Mann in Stellung und wie wir rauskamen, waren wir dann vielleicht noch 70, 80, mehr war es nicht mehr. Also wenn einer mit dem Oberkörper rauskam, da ist ja drauf geschossen worden. Und wenn es auch ein paar hundert Meter waren, da ist er gleich wieder verschwunden. Die Gewehrschüsse, die haben dann so gefiebert. Da hat man gleich Deckung gesucht. Aber das Schlimmste waren ja diese Granateinschläge. Das
war eine grauenhafte Zeit. Also es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Am 23. August löst Kaiser Wilhelm II. Schmidt von Knobelsdorf als Chef des Stabes der 5. Armee ab. Eine Woche später lässt er auch Falkenhayn fallen. Zu offensichtlich ist Falkenhayns Misserfolg. Denn bei ihrer Großoffensive an der Somme beweisen Franzosen und Engländer, dass ihre militärische Kraft ungebrochen ist. Hindenburg und Ludendorff, seit ihrem Sieg über zwei russische Armeen 1914 bei Tannenberg, die Heroen der Nation, nehmen die Führungsspitze in der Heeresleitung ein. Aber auch Hindenburg und Ludendorff können sich nicht zur Aufgabe des Geländes vor Verdun entschließen. Erschöpfung ist zu diesem Zeitpunkt auf beiden Seiten der Gegner zu beobachten. Es kommt zu Verbrüderungsszenen, als Fraternisation diffamiert und kriegsgerichtlich verfolgt. Leutnant Wilhelm von Schramm wird ihr Zeuge. Und ich erinnere mich noch eines hellen Mittags in unmittelbar vor Verdun, da wo wir aus den Gräben stiegen, einander zuwinken und uns gegenseitig das zuwarfen, was wir noch hatten. Die Franzosen waren großzügiger wie wir. Vor allem haben sie uns eines herübergereicht, was für uns das Wichtigste war, Wasser. So weit ging damals die Verbrüderung. Es war die erste Verbrüderung, die ich in meinem Leben erlebte. Sie steht in keinem Kriegstagebuch, denn wir hüteten uns wohl, das bekannt werden zu lassen. Und vor allem aber, auch die andere Seite hat offenbar das ganz für sich behalten, denn beide Infanteristen wussten ganz genau, hier waren sie sicher vor dem fürchterlichen, vor der Blutmühle, vor der Knochenmühle Verdun, unmittelbar in der vordersten Linie, etwa ja, einen Steinwurf voneinander entfernt. Denn wir konnten uns ja gegenseitig etwas zuwerfen. Anders aber, und das ist eine merkwürdige Automatik, wenn wieder der Befehl zum Angriff kam. Dann war die Verbrüderung aus, dann mussten wir angreifen und die anderen schossen. Es war wieder Krieg, im vollen Umfang. Mit einmal fällt da ein Dings rein. Fällt ein Geschoss da rein. Und das explodierte auch sofort, konnte sich keiner, kam zur Besinnung, das zu nehmen, abzufangen und rauszuschmeißen. Ne? Das explodierte. Ich saß so wie hier jetzt und die saßen alle mit dem Rücken gegen die Wand nach dem Feinde hin. Und meine Füße, die lagen hier lang und die waren ihre Füße rübergesetzt über meine Beine. Und da ist das Ding hingefallen und gerade an meinem Bein, an das linke Bein hier und da explodiert es und hat mir gleich den Fuß unten weggerissen. Mit dem Stiefel war abrasiert. Ne? Ja. Und ich hatte gar nichts gesehen, hatte auch nichts davon gemerkt. Und wollte ich da, ziehe ich mein Bein ab und wollte, ziehe ich das Bein an, wollte da wohl weglaufen oder was oder nicht. Gucke hin, Mensch, das komische Gefühl da. Sehe ich die Bescherung vom Fuß war ab, Stiefel weg, wie abrasiert. Ne? Na ja, und dann habe ich es aufgeschrien auch. Und das alles, und das war nachmittags um 3:30 war das. Genau, nachmittags um 3:30. Dann habe ich da gelegen bis abends um 10:30 vom August, ist doch lange her, nicht? Habe ich gelegen, konnte mich kein Mensch wegbringen. Da habe ich dann gelegen und habe immer die Erde gepackt, wissen Sie, so und habe gedrückt, dass mehr Wasser rausgekommen, als wenn Wasser rausgekommen hätte, hätte Wasser rausgekommen müssen, nicht? Und immer hingeschmissen und die alles und alles, das so eine Weile lang gegangen wäre, war da, habe ich mich schon so vor lauter Schmerz immer so am hin, ja. Da sagten die anderen schon, flüsterten sich zu, der stirbt jetzt nicht. Aber es wurde Abend, ich war nicht hier gestorben, am Abend haben sie mich dann weggebracht. Die Verwundeten, die es zu bergen gelingt, werden zum Douaumont gebracht. Auch Johannes Kant hat dieses Glück. Das Lazarett liegt im untersten Stockwerk, über eine einzige Treppe zu erreichen. Mehrere Kasematten sind hier als Sammelstellen für Schwer- und Leichtverwundete eingerichtet. Ein Raum dient als provisorischer Operationssaal. Ein Stromaggregat versorgt die Räume notdürftig mit Licht. Oh,
aber eine Bahre dicht an der anderen. Und ein Geschrei da drin. Einer war da, den konnten sie anbinden im Bett und konnten machen, was sie wollen. Der hat sich immer wieder losgemacht da und hat sich immer wieder nicht und war immer nackend, zog sich alles vom Leibe und der war taufrig. Auch scheinbar von der Front, von dem Feuer, nicht, das auf ihn so eingewirkt hatte, dass wären hier manche verrückt in den Kanonendonner da, nicht, wie das da sich abspielte. Naja, und da war nichts mitzumachen. Und einer hatte so einen dicken Bauch voll Wasser, und da haben sie Wasser abgesaugt, als das Wasser weg war. Da klappte er zusammen und im nächsten Augenblick war er tot. Ne? Haben ihn rausgeschleppt aus dem Dings. Ja, wo die hinkommen, da haben wir von Stalin auf Friedhof. Den Friedhof habe ich auch da besucht. Ne? Habe ich auch gedacht, vielleicht hätte sie auch schon liegen können. Ne? Asan, einer von rund 30 Friedhöfen in der Umgebung Verduns, auf denen die deutschen Toten heute liegen. Die identifizierten und nicht identifizierten Toten, rund 58.000 Mann. Die Zahl ist weitaus größer, nimmt man die Vermissten, die nicht aus der Gefangenschaft zurückgekehrten und die in der Heimat ihren Verwundungen erlegenen Soldaten hinzu. Zu den Verlusten gehören aber auch die zahllosen Verstörten, seelisch Geschädigten, die in keiner Statistik zu finden sind. Der damalige Leutnant Wilhelm von Schramm wird in der Spätphase der Schlacht nach Verdun kommandiert. Wir verließen nicht eine Stellung, sondern ein Trichterfeld. Ohne Unterstände, ohne Hindernis, ohne sanitätsentsprechende Einrichtungen, kurz und gut. Eine Wüste, die Wüste von Verdun. Und kein Mensch von der obersten Führung hat sich darum gekümmert, zu fragen, ist diese Wüste überhaupt noch verteidigungsfähig? Hindenburg und Ludendorff, die neuen Männer in der obersten Heeresleitung, übersehen die Tatsache, dass nunmehr die Franzosen ihrerseits einen Angriff großen Stils vorbereiten. Im Gegenteil, sie lassen die Führung der 5. Armee sogar die Erklärung herausgeben, die Schlacht vor Verdun sei beendet, siegreich beendet. Barrage Roulant, rollendes Granatfeuer, das sich 70 Meter vor den stürmenden Infanteristen in einer ununterbrochenen Einschlagfolge herbewegt, heißt die neue Feuertechnik der französischen Artillerieexperten. Sie soll der Infanterie ohne Verluste den Weg zum Sieg ebnen. Den entscheidenden Schlag aber verspricht man sich von einer neuen Wunderwaffe. Zwei Eisenbahngeschützen mit einem Kaliber von 400 mm und einer Schussweite von über 20 Kilometern. Jeder vernünftige Mensch wusste, dass das geht nicht gut auf die Dauer. Ne? Ich habe auf jeden Fall nicht daran geglaubt, dass der Krieg gewinnt. Und viele andere auch nicht. Ne? Das war nicht so. Wir haben auch mit zugesehen vom Turm und Rücken aus, wo wir gestanzt haben, wie die Franzosen den Saarstecker verarbeitet haben. Den Turm. Ganz Jacke kaputt. Da schoss er mit ganz schweren Dingen auf den Saarstecker. Ne? Und das war alles mit Verzögerung. Der haut erst rein und nach einem gewissen Moment krepiert das Ding. Ne? Also das war ein Schauspiel. Oh, der war schwarz eingehüllt, der ganze Tag. Ich denke mir, Mensch, ob die nochmal da rauskommen. Als einfacher Soldat hat der 21 Jahre alte Wilhelm Hermanns aus Koblenz den Grabenkrieg bereits 1915 kennengelernt. Der Schriftsteller, der 1933 emigriert, lebt heute in den USA. Er erinnert sich an die Oktobertage 1916. Und wie wir dann hierher gingen, da fanden wir überhaupt keine Truppe, die wir ablösen konnten. Alles war tot. In dem Granatloch, wo ich jetzt stehe, so ungefähr in dieses, war nur viel tiefer noch, ein Haus konnte man reinsetzen. Da sahen wir, als wir uns da einbuttelten, unser Maschinengewehr da in die Richtung Souville einbuttelten, da sahen wir einen Kopf raushängen, da von der Böschung des Granatlochs. Der war noch ein bisschen warm, war vielleicht einer von denen, die wir hätten ablösen müssen.
Es war ein so furchtbares Feuer, dass wir nur noch auf dem Boden lagen, hier in dem Granatloch, und warteten auf den nächsten Augenblick, sind wir noch am Leben oder sind wir nicht mehr am Leben. Dann kam es, dass ungefähr am 23. Oktober, wir hatten keine Nahrung, wir hatten auch nichts zu trinken, wir nahmen das Wasser aus dem Maschinengewehrmantel und haben, und damit es Flüssigkeit hatte, denn es wurde ja immer erhitzt, wenn wir die Maschinengewehr losließen, da über die Fläche nach den Franzosen hin hinter mir. Wir wussten noch nicht mal, ob schon im nächsten Granatloch nicht die Franzosen saßen. So wenig Orientierung war möglich hier. Konnte ja nicht über das Granatloch raussehen. Oder wir waren nicht sicher, eine Kugel. Und dann immer flogen Flieger, Deutsche wie Französische, über uns. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Und dann kam es eben, dass wir, um Wasser zu trinken zu haben, das Maschinengewehrwasser rausnahmen und dafür hinein urinierten, wie wir sagten, pisten. Und so hatten wir wenigstens Wasser. 8 Divisionen, rund 110.000 Mann setzen die Franzosen ein. Ihr Siegeslauf ist in Wirklichkeit ein einziges Stolpern und Stürzen über das völlig umgewühlte Trichterfeld. In 2 Großoffensiven erobern sie innerhalb von 3 Wochen das gesamte Gebiet zurück, auf dem sich die 5. Deutsche Armee über ein halbes Jahr lang Meter für Meter vorgekämpft hatte. Das Fort Douaumont, Mittelpunkt der Schlacht vor Verdun, ist von der Artillerie beider Seiten buchstäblich in den Boden gestampft worden. Aus der Luft in Umrissen kaum erkennbar. Im zurückeroberten Fort besichtigen die Franzosen die Schäden, die der Betonklotz unter dem monatelangen Beschuss genommen hat. Bereits wenige Wochen später dient er wiederum den Franzosen als Verteidigungswerk. Der Korporal André Maginot, bei Verdun verwundet, wird nach dem Krieg als Verteidigungsminister der Französischen Republik eine Konsequenz aus dem Kampf ums Fort ziehen. Eine ganze Kette von Douaumonts soll in Zukunft die östliche Grenze des Landes gegen Deutschland sichern. Die Maginot-Linie. Der 100 Jahre alte Egloff von Freiberg, im Ersten Weltkrieg Flieger, über Erich von Falkenhayn, den ihm persönlich bekannten deutschen Generalstabschef. Verdun war ein reines Morden von Deutschen und Franzosen, wo Falkenhayn sich ausgerechnet hatte, wir Deutsche haben 100.000 Mann Soldaten mehr, also wenn da 50.000 umkommen und bei den Franzosen 50.000, haben wir das Übergewicht. Nicht? Also eine ganz plumpe Kriegsführung. Auf die Deutschen wirkt der siegreiche Sturmlauf des Gegners wie ein Schock. Als Geschlagene erreichen Tausende von deutschen Soldaten, Mannschaften und Offiziere Verdun, das Ziel ihrer Anstrengungen. Durch die Stadt werden sie zu einem Sammellager getrieben, das 20 Kilometer entfernt liegt. Selbst die Franzosen haben nicht mit so vielen Gefangenen gerechnet. Der Ausgang der Schlacht bedeutet für die deutsche Führung einen Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholen wird. Aber für beide Seiten, auch für die Franzosen, ist der Preis der Schlacht um Verdun, die kein Ende zu nehmen schien, zu hoch. Eine 500.000 verwundeter, kranker, vermisster Soldaten. 200.000 Tote. Die genaue Zahl wird nie ermittelt. Die letzten Tage der Menschheit nannte Karl Kraus sein Drama über den Ersten Weltkrieg. Der Schlachtfeldtourismus nach 1918 schien ihm alle Schande dieses Zeitalters noch zu überflügeln. Beweis: eine Zeitungsannonce 1921. Der Wiener Schriftsteller in einer frühen Rundfunkaufnahme. Aber was bedeutet wieder jenes Gesamtbild von Grauen und Schrecken, das ein Tag in Verdun offenbart? Was bedeutet der schauerlichste Schauplatz des blutigen Deliriums, durch das sich die Völker für nichts und wieder nichts jagen ließen,
gegen die Sehenswürdigkeit dieser Annonce. Ist hier die Mission der Presse, zuerst die Menschheit und nachher die Überlebenden auf die Schlachtfelder zu führen, ist sie hier nicht in einer vorbildlichen Art vollendet? Sie haben vor jenen Märtyrern und jenen Toten entschieden, den Vorzug einer erstklassigen Verpflegung in der Ville Martyr und am Ravin de la Mort. Sie fahren im bequemen Personenauto aufs Schlachtfeld, während jene nur im Viehwagen dahin gelangt sind. Sie bekommen unvergessliche Eindrücke von einer Welt, in der es keinen Quadratzentimeter Oberfläche gibt, der nicht von Granaten und Inseraten durchwühlt wäre. Und wenn Sie dann noch nicht erkannt haben, dass Sie durch Ihre Geburt in eine Mördergrube geraten sind und dass eine Menschheit, die noch das Blut schändet, das sie vergossen hat, durch und durch aus Schufterei zusammengesetzt ist, dann hol sie der Teufel nach einem Schlachtfeld par excellence.